zu viel einstellen hier in den ersten Runden. Nee, also... Mal schauen, was so eine Corvette kann hier. Soll eigentlich nicht schlecht sein. Ist ja GTE. Hat kein ABS, okay. Aber merke ich gar nicht. Ich bremse ja so sanft von der Formel 1 eben. Da durftest du ja gar nicht bremsen. Und die Blockierung. Jo. Irgendwie sind bei den GTEs meistens Setup schon eingestellt irgendwie. Oder einfach bei dem Modder ist es halt so, weil es der gleiche Modder ist. Boah. Scheiße. Der ganze Bild passt out. Wer ist versaut? Du bist versaut, oder was? Zum Glück habe ich mich noch so ein bisschen wegdrehen können. Okay, in diesem P-Tracker stehen noch diese Servernachrichten, wo was passiert. Auch von Kiss My Rank. Genau, deswegen will ich die oberen Servernachrichten ausblenden. Ich fahre jetzt meine letzte Runde hier. Eieiei. Ist immer noch die Kurve, die ich am wenigsten leiden kann im Spiel. So, 6 von 6 Verstößen habe ich, kostet 600 Euro. Ui, das geht so nicht. Also ich habe es bei mir auf Euro gestellt. Ja, ich habe es international, weißt du, ich meine. Dollar ist mehr wert. Dollar ist mehr wert als Euro. Keine Ahnung, wenn wir irgendwas Fiktives da. Schauen wir mal. Mal schauen.
ob mich was stört und wann mich was stört. Momentan ist, probiere ich halt ein bisschen. Habe ich aber noch keinen Unfall gehabt oder so. Also noch nicht. Dass die Aufwärmrunden hier fahren. Sehr geil, macht Bock. Da habe ich jetzt gerade echt tierisch Bock drauf. Ja, kannst du weiterfahren da, sagst du. Ja. So eine Runde. Achso, ich lese gerade den Chat. Jens hört zu. Ja, also beim Treadly Air ist es so, dass ich mir diesen Clip hätte fahren können. Ich werde nicht verkehrt, aber jetzt gerade für meinen Anwendungsfall fahre ich mit diesem Clip an der Kappe. Sehr gut. Und ich guck mal, ob ich den nicht mal mit meinem 3D versuche nachzubauen. Militantisch irgendwie. Das geht. Dann könnte ich auch die zweite Kamera noch kurz. Ich weiß noch nicht wofür. Also technisch, da du jetzt einen Aluhut auf hast, muss mir getrennte Wege gehen. Ich mag solche Leute nicht. So geht das nicht. Aber wenn du dann einen 3D-Drucker auf Hut auf hast, aus Plastik geht das wieder. Ja. So, Einstellungen. Das ist ja halbes Halo hier vorne, was ist denn das? Eine scheiß Stange in der Mitte. Ja, ne? Was ist denn das? Was ist mit dem? Weißt du das, wo man das da ausschalten kann? Ob man das da ausschalten kann? Was denn? Ja, du hast ja vom Spiel selber ist das, glaube ich, überm Rückspiegel kommt immer diese Meldung. So diese weiße, so nee. Genau, diese dicke weiße Schrift. Das finde ich eigentlich ganz cool, da steht auch, wenn wir jemand joint oder so. Ist jetzt nicht schlimm. Ja, das wird bei mir aber alles jetzt im P-Tracker angezeigt. Das reicht mir da. Ich muss mal schauen, was da noch angezeigt wird. Bis jetzt wird da nicht viel angezeigt, nur ich mit irgendwie welchen Punkten. Bei mir steht da nichts da. Steht, wie lange die Zeit des Servers geht. Irgendwie ein minus 0,0 irgendwas. Wenn du jetzt mal einen Unfall baust oder so. Ja. Oder schnellste Runde fährst, dann kommen die Meldungen vom KMR oder vom Tracker da rein. Sehen es alle, sehe das nur ich. Wenn du die schnellste Runde auf dem Server oder in der Session fährst, dann sehen alle. Genau, dann sagst du auch der Crew Chief. Mhm. Genau, und ansonsten siehst du nur du das. Schade, dass das nicht da bleibt, dass es verschwindet. Ich würde das einfach da lassen. Bei dem P-Tracker. Geht ja auch weg. Einstellen. Ist doch nicht schlimm, wenn es da steht. Das ist unser Unlock. Aber ja, bei mir Chat steht. Auch immer noch angezeigt. Hast du da angezeigt? Stempel? Im Chat ist auch alles angezeigt. Achso. Ja, da kommt nicht immer noch ein Server. Hier und da ein anderer Server. Kommt immer noch. Substanding braucht man dann, glaube ich, auch nicht mehr.
Ich hab da meine Relatives drin. Ich hab nur Relatives von dem genommen, weil es klarer ist als die normalen. Hab ich auch, ja. Aber ich glaube, das kann der Pitchtracker auch. Also wirkt jetzt nicht so schnell das Auto irgendwie. Ich weiß auch nicht, welche Zeit ich gefahren bin letztens. Also wirkt halt sehr, sehr langsam. Dafür, dass es ein GTI ist und ein aktuelles Auto. Ich finde, wenn ich den Stream zu gucke, ist es verdammt schnell. Echt? Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass du gerade eben F1 gefahren bist und ich bin DRM gefahren. Okay. Das kann sein. Ich fühle, als ob ich hier kriechen würde. Das Auto schiebe. Diese Kurve ist halt einfach katastrophal. Ist so kort. Hier am Kriechen. So kort. Kort, die DRM sind super geil. Wie du gesagt hast, ein paar Runden fahren, dann macht's Spaß. Ich habe auch bisher einen Lieblingswagen. Nee. Marot Aero war ich gerade am liebsten. Ich glaube, es gibt auch nichts, was Korte nicht gefahren ist. Denn egal, was ich irgendwer weniger ist auch schon gefahren gefühlt. Ja, ich hab ja gesagt, dass man mal zwei, drei Runden fahren muss. Generell, um sich auch dann zu gewöhnen, dass man halt viel stärker einlenken muss und vorsichtig mit dem Gas sein. Ach so, was ich wollte, weil vorhin ja war auch Xenton am Server dabei. Diesen Delta Timer wollte ich so einstellen, dass quasi seine Zeit mir anzeigt, damit ich weiß, wo ich am meisten verliere. Aber anscheinend geht es nicht. Ich kann immer nur auf mich gesehen einstellen, glaube ich. Also meine Bestzeit, meine beste Session, also Sessionzeit, Best Time Overall oder so, aber ich glaube, geht alles nur auf mich gemessen, nicht auf andere. Ich habe jetzt einfach mal Optimalzeit eingestellt. Wo es mehr sein könnte. Weiß aber nicht. Was hältst du eigentlich von so. Was haben wir gestern gesagt? So Touring Cars. Was war das? So ein alter Opel oder so alte BMW? Drei Stück habe ich aus den 90ern. Den Volvo, eine BMW und noch einen. Aber mir fehlt halt, also wegen Toker, ne? Ich wollte einen Toker nachbauen. BTCSG. Und da gibt es auf YouTube ein Video, da hat einer alle. Ich habe keine Ahnung, wo die her sind. Keine Beschreibung im keine Beschreibung bei YouTube? Nee. Aber was für Autos es sind zumindest, weißt du, oder? Ja, das steht bei Wikipedia, welche Fahrzeuge dabei waren. Das könnte bei Patreon sein, weil wenn du bei Google suchst, findest du das nicht, Patreon. Habe ich gemerkt. Okay. Ich habe die Liste auch durchgeschaut gestern, da gibt es auch viele Strecken. Da gibt es auch bei Patreon einiges und
Ich habe diese Sachen noch nie gefunden. So wirklich. Also schwer. Also irgendwie zeigt es Google nur bedingt an und das ist dann bestimmt Paid Content. Also, jetzt könnte ich mir vorstellen. Sag mir down person new best. Dabei bin ich immer schlecht. Bin ich immerhin minus hinter dem Ding. Gestern noch mal so Rennserien geschaut von Assetto Corsa, 22er. Da habe ich eine Strecke gefunden, die nennt sich Slowakia Ring. Wow, wow, ich muss loslassen. Ich dachte Gott, nicht, bitte nicht schon wieder so ein Flughafen-Scheiß, aber schaut gut aus eigentlich. Richtig heftig, das Layout auch. Hat irgendwie alles mit drin. Vielleicht als übernächste Strecke, schon sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob es in der GTE-Meisterschaft gefahren wird oder in der GT3-Meisterschaft. Bei, was ist der Corsa? Zwei Minuten, sagst du? Bei P-Tracker sehe ich gerade in den Einstellungen, gibt es Race Delta Reference Leader oder Ego? Ich kann hier Session Optimal Time kann ich einstellen versus Time Best Time All Lap Time All Best Lap Best Sectors? Ich weiß es nicht. All-Time Optimal Lab, keine Ahnung. Was hast du gerade gesagt? Vom P-Tracker. Ich hab irgendwas mit Delta gedacht, verstanden. Ja, vom P-Tracker gibt's eine Einstellung. Aha. Race Delta Reference Ego. Ego ist. Also Ego ist dann selbst wahrscheinlich die Zeit und das andere ist die Bestzeit. Oder Verführenden, aber das ist Race. Mal schauen. In die Box hier reinfahren. So, wenn ich jetzt hier in der Box bin, kann ich drücken Reset oder so, ne? Ja. Die Maustaste. Start Chat, Spectate, Kickbuns, Send Setup Hide. Spectate. Seht ihr? Start Chat. Ach so, mit mir selbst oder was? Ich kann flüstern jemand. Wenn du auf das Netzwerk dieses Steckerchen drückst, da kommt P-Tracker Stats und da gibt es auch den Punkt Content.
Config. Ach, da kommt irgendwas. Ach so. Config. Ach du Kacke. Da, aber ich glaube, was ich jetzt sehe, also wenn ich das verstehe, gilt das nur fürs Rennen. Race Delta, ich sehe nichts von Hot Lab. Numpad 1 ist Smiley, Numpad 2 ist D, Numpad 3 ist trauriges Smiley, Numpad 4 ist Good Race. 6 ist Sorry. Ah ja. Also, Message Display Time. Kannst du auch einstellen. A text message. Ui, das ist das Ding dazwischen. Minimum Wide of Message Board, Manage Display Time. Was hat immer da unten? Oh, mein Mikrofon da rum, denn ich sehe das nicht, was da rechts ist. Auf die Homepage hier oder was? Ja, da siehst du die Local und die Remote Stats von dem. Also, das ist eingebettet an die Webpage. Das sagte ich ja gestern. Das finde ich halt cool. Du kannst im Spiel dann gucken, die Sessions, die läuft, die Fahrer. Das ist witzig, oder? Ja, ist wild, ja. Ist Big Senti da? Und wo sehe ich beim Kiss My Rank, wie viel Geld ich jetzt habe? Bisher weiß ich nur, dass du das über den Chat machen kannst. KMR L. Ist ja im Chat angezeigt. Nochmal, das habe ich nicht verstanden. Du stockst irgendwas mit KMR und dann warst du weg. Ja, geh mal rüber, Escape und in die Box. Wie kriege ich denn das hier weg, da oben? Links auf das Assetto Corsa Symbol klicken. Oben links in der Ecke. Und wenn da was drüber liegt, dann musst du das Fenster verschieben. Dein Stream hängt hier, also mein WLAN ist irgendwie heute. WLAN ist Katastrophe. Was ist Katastrophe? Guck mal, ich muss trinken. Jo. Im Chat mal KMR Leerzeichen help. Hab ich schon gemacht, ja. Den hier, gib ihn. Muss mal ein bisschen aggressiver fahren, um zu schauen, was mir noch so fehlt bei dem Setup. Ich hab gar keinen. Oh, das hat gerade wieder Frame Drops gegeben hier. Ja. Wird wohl wieder irgendwas kopieren im LAN. Ja, bei Flamedrops aber egal. Ich lasse nebenbei noch encoden und dann gibt es noch ein paar Drops.
Sound ist da nicht gut vom Auto schon, ne? Ich kann dieses scheiß Sound-Ding da wegtun. Diese Box, wenn ich finde. Jetzt hat. Dritter Gang, müsste vielleicht doch auf zweiten schalten. BB, was ist jetzt, wenn ich eine neue Strecke ja lerne, ne? Dann tue ich ja öfters gegen die Wand fahren. Da habe ich ja gar keine Ahnung. 10 Crashes bin ich tot. Also habe ich kein Geld mehr. Ja. Ja. Okay. Ich glaube, so ist das. Du kannst auch einstellen. Also ich glaube, du kannst das raus, das wäre mit Environment. Das ist das Coole, was das. Aber ich finde, da geht so ein bisschen die Spannung verloren. Also es wird ja, Spannung geht auch verloren, wenn ich mich nicht traue, weil ich Geld auf Geld zu verlieren. Finde ich. Weißt du? Ja. Sache muss jeder für sich. Muss ja irgendwie ans Limit gehen können. Wenn man mit anderen crasht, das soll bestraft werden. Das ist natürlich geil. Das fand ich toll. Wir haben ein Rennen. Ich bin ja schon Rennen gefahren mit diesem Tracker. Dem Kiss My Ass Dings da. Am Anfang mit diesem Ferrari. Das war cool. Wenn er mich reinrennt, dann bezahlt der Arsch. Am meisten habe ich bezahlt. Du musst mir Geld überweisen, weißt du, weil mein Auto ist kaputt. So sehe ich das. Bald wieder Ikoro spielen hier, Technik, was meinst du? Eine Runde am Planeten oder was? Absetzen, ja. Ein bisschen ein paar Wölfe jagen. So 520 bekommen, dafür, dass ich jetzt meine beste Zeit gefahren habe. Also meine beste Zeit unterboten habe.
Und dann sogar Fremdchat-Besuch, was so selten ist, aber zwei Leute. Voll geil hier. Dem einen ging sein G29 nicht, hat sich gerade neu gekauft, habe ich dann geholfen, dann ging es danach. Und der andere wollte wissen, was für eine Delta-Bar das ist. Ja, kann ich auch helfen. Dienst für die Menschheit, ne? Beste. Wie meine? Ich hab grad Dienst für was? Die angehende Simracer. Ach so, das. Auf jeden Fall. Jawohl, ich hab's. Ist aus. Cool. Jetzt kommen nur noch die Meldungen im. Steht sogar, welches Auto er fährt gerade. Ferrari GT3 ACC. Bei dem, gerade mit dem Ding da. Ja. Weil der das Auto daneben steht, die Datei, die er geladen hat, während er reingefahren ist. Ja, 88 Ferrari. Schreibt er Hi, wie Hi. Was ist denn das? Sind wir hier irgendwo im Chat, in der Chatwirtschaft oder was? Aber warum ist da nichts angezeigt? Nur Striche da rechts bei den Namen. Müsste da nicht irgendwas stehen? Irgendwas, eine Zeit, irgendwas. Ich kann den Stream nicht sehen, das ist so. Also da hängt immer der Stream und ich kann das nicht erkennen. Also rechts bei mir, wenn da Strichpunkt, Strichpunkt, Strich steht, dann genau. Habe ich noch keine Rundenzeit gefahren. Ah ja, ich bin schon 17 Runden gefahren. Und 17 Mac-Exler hier. Da zeigt man da keine Zeit mehr. Da müsste normalerweise die aktuelle Zeit stehen, wa? Von jedem? Komisch. Ich bin auch gerade so ein bisschen P-Tracker, aber ich habe mir noch nicht intensiv angeguckt. Ich bin gerne ein bisschen. Ich habe gerade die Option ein bisschen abgesteckt, zu viel. Keine Lust zu lesen jetzt. Aber toll, dass man viel einstellen kann, viel machen kann. Aber ich hab eigentlich, was ich brauche. Ich hab meine Zeit, ich hab die Delta-Zeit, ich hab die Zeit theoretisch der anderen über das Ding da. Aber so eine gewisse Zeit würde ich schon fühlen, dass das da steht. Guten Tag. Hallo. Hola. What's up? Bisschen Mario Land hier. Bei dir? Was, Mario Land? Ja. Okay, ja. Von mir ganz entspannt. Hast du Frauenfußball geguckt? Haben die gewonnen? Nein. Also die Engländer haben gewonnen, ja. Engländerinnen. Was? Kein elftes Mal Weltmeister? Die Deutschen? Boah. Was kommt davon? Was denn? Ich hab dich schnell überholt. Ich hab dich überholt. Du bist da weggedreht. Das ist vielleicht das Engländer gewonnen haben. Musst ja auch, also bei Jens brauche ich gar nicht fragen, der hat bestimmt wieder zwei Pullis übereinander an. Stimmt's? Wäre jetzt so, wenn es nicht gerade angefangen hätte zu regnen und ich deswegen das Fenster wieder zumachen musste. Bei dir ist es arschkalt, ne? Naja, draußen 18 Grad. Boah. Bei mir in der Wohnung waren es eben gerade 25, jetzt sind es 24,6. Luxus, krass.
Bei mir heute 33. Nach dem Aufmachen waren es dann 30. Und draußen ist es eigentlich gar nicht so warm. War 26 oder so. Aber die Wärme, die Kälte kommt hier nicht rein. Es ist da kein Lüftchen, gar nichts. Null, gar keine Chance. Einfach nur schwül. Es ist halt schlimmer als. Es wird immer schlimmer von Tag zu Tag irgendwie. Oje. Also Luxus finde ich das gar nicht. Ein bisschen Sommer wäre schon schön. Ein bisschen schwitzen. Wie ein bisschen Sommer. Bist du weich? Geht der Bock fast, glaube ich, vorbei hier. Sag mal, 25 Grad ist Wohlfühltemperatur. Ist genau richtig. Aber viel kälter sollte es im Sommer eigentlich auch nicht sein. Ja. Das ist nicht für mich. Ein bisschen aufwärmen muss man sich ja auch mal. Also mir ist alles, was über 20 ist, zu heiß. Ich habe halt einen Puls, sehr, sehr hohen Puls und mein Husten ist hin oder her, mein Fieber ist immer noch da. Es geht nicht weg, keine Ahnung, was mit dem ist. Wieso? Du hustest doch die ganze Zeit nicht. Ja, zum Glück. Ja, ja, klar, aber meine, ist doch gar nicht mehr so schlimm wie noch vor 2 Monaten oder so. Ja, ja, aber das Fieber ist trotzdem nicht noch da und die Entzündung ist trotzdem noch da. Leider. Okay, okay. Das meine ich jetzt. Du merkst es nur nicht. Die Bronchien, doch, doch, mir ist halt ultra heiß. Auch bei, egal. Ich schwitze nicht nur so, sondern ich schwitze auch innerlich. Ein bisschen. Schauen wir mal, was Mittwoch bei der Untersuchung rauskommt, weil ich mir sagen, das ist halt. Husten ist besser, auch wenn ich. Also ich lutsche halt 24/7 irgendwelche Tabletten, damit der Husten besser ist. Ich darf von den einen Tabletten 10 am Tag nehmen, von den anderen 6. So Lutschpastillen verschiedene. Und wenn ich die halt durchgängig nehme, huste ich nicht so viel. Ja, das ist aber auf Dauer echt Mist, kann ich dir sagen. Genau, das will ich ja auch nur so lange nehmen, solange es halt geht. Und solange ich halt streame hier. Wir haben es soweit überstanden. Der Sommer ist ja bald wieder vorbei. Nee, es ist noch August. Erst, also ich fühle mich erst wohl Ende September, wenn auch die Gräser wieder zurückgehen. Also bei mir hört es zu Ende August langsam auf, da fühle ich mich dann wohl. Und Anfang September finde ich schon wieder schön. Weil ich viel draußen bin und da wird es dann schon kalt, mal abends und morgens. Aber ja, einen Monat noch. Komm, durchhalten. 2 Monate, Ende September, ab 28. September ist besser. Ja, ich meine jetzt, in einem Monat ist nicht mehr so schlimm. Schauen wir mal. Ein bisschen durchatmen. Ich meine, gut, es kann natürlich auch passieren, dass wir wieder bis Dezember 20 Grad haben. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal die letzten Jahre. Das ist ja nicht schlimm. 20 Grad ist ja okay. Und darüber hinaus ist halt schwierig. Ich will mal wieder weiße Weihnachten haben. Hatten wir doch, oder? Wann? Hatten wir letztes Jahr nicht weiße Weihnachten? Ich finde, wir sollten Weihnachten anpassen an das Wetter. Wir tun alles. Letztes Jahr? Entschuldigung, ja. Oder? Wir tun alles anpassen. Alle 4 Jahre passen wir den Kalender an. Wir passen die Zeit an, Sommer, Winterzeit. Wieso passen wir nicht Weihnachten einfach an? Oder? Wenn Schnee ist, dann ist halt Weihnachten. Fertig. Tag später. Ja. Wenn wir wissen, dass in der Woche Schnee ist, dann haben wir Weihnachten. Bisschen flexibel sein, die Welt. Nicht immer so, ne? Nicht so starr, sagst du. Ja, nicht immer so stock im Arsch. Ob das alles so stimmt? Vor 2000 Jahren mit dem 24. Dynamik in Deutschland, das ist irgendwie wie Katz und Maus. Hallo, Lone Nasty, was geht? Ich würde es ja schon feiern, wenn sie mal es langsam hinkriegen würden, diese Zeitumstellung abzuschaffen, aber das habe ich, glaube ich, aufgegeben. Welche möchtest du? Im Prinzip ist mir das egal, aber die, wo es weniger hell ist. Same. Richtig so. Das ist mein Junge. Ja. Hey, die Kopfhörer sind gestern angekommen, ne? Ja, ne? Yeah, same. Was erwartest du? Die Kopfhörer sind gestern angekommen. Ja, mir ist noch eine Sache eingefallen, ne? Ich habe Quatsch vielleicht erzählt. Nicht viel ins Bett jetzt bei dir. Sennheiser seine Konsumersparte verkauft oder will die verkaufen.
Bisschen das Auto kann fahren. Sein, dass, ja. die sogar, dass die schon verkauft ist. Das bedeutet, dass die Konsumersachen dann nicht mehr hier bei uns in Wennebostel hergestellt werden und in Bissendorf. Sondern in China, wie alles andere auch. Nein, die haben das, glaube ich, zu einem Hörgerätunternehmen nach Österreich oder Schweiz oder sowas verkauft. Okay. Also so die Produktpalette an Konsumersachen. Aber ich weiß nicht, wie die das dann handhaben werden. Ob die nur das Label Sennheiser dann da draufsetzen und das tatsächlich, wie du gerade sagst, in China fertigen lassen? Oder ob die das dann in Österreich-Schweiz machen? Damage $22, lol. Okay. Aber ich sag mal, die Dinger werden bis jetzt mehr oder weniger identisch sein. Vermutlich sind es auch noch, die gibt's ja schon eine Weile, sind die noch von den Restbeständen, denke ich mal. Jo, alles gut, Nessie, soweit, nur mir ist halt ziemlich heiß und mein Schädel dröhnt. Ich leide immer noch ein bisschen unter Fieber und ja, nicht so geil. Hals kratzen, juckt, aber ich versuche so wenig wie möglich zu husten auch. Ja, mal schauen. So, Technik weiß gar nicht, was wir reden, ne? Wir reden von den In-Ear-Kopfhörer, die wir dir bestellt haben. Von Sennheiser mit Memory-Schaum-Ohrpolster-Stöpsel. Für 20 Euro, glaube ich, oder so, ne? Ich bin immer noch bei Halskratzen juckt. Hä? Ja, aber ist halt so. Hä? Hat Gag gerade gesagt, Halskratzen juckt. Okay. Ja? Ist ja so, das Kitzel, das juckt, das kratzt im Hals. Und ich versuche nicht zu husten. So gut es geht. Ja, ja. Bei dir steht jetzt eine Zeittechnik, warum bei mir nicht? Was ist denn das für ein Scheiß? Ich bin mir hart, da konzentrieren auch ein bisschen. Aber bei der Ferrari ist schwer zu fahren. Ich sehe bei dir auch eine Zeit, 1,35, 86. Und bei dir auch? Bei mir 1,41, 25. Ja, aber ich sehe nur deine Zeit. Das finde ich komisch. Was zwischen bei euch? Ich sehe bei Technik 1,41, bei Kurt sehe ich 39, bei Gags wird mir gar nicht angezeigt. Das ist weiter oben irgendwo. Ne, wir haben ein neues. Oh Gott, jetzt habe ich den Erdholz wieder. $1,000 verloren jetzt, Leute. Dann kann ich auch nach Hause porten. Ja, habe ich auch gerade gemacht. $22 nach Hause porten. Oh, so, kostet das jetzt alles Geld oder was? Das Porten? Ja, du musst, im Stream-Chat musst du jetzt per PayPal Geld überweisen. Nee, jetzt mal ohne Spaß, nicht, dass ich hier pleite gehe, ne? Ja, gib mal wenn du in der Box bist, im Chat, da steht dicker Hilfetext. Ach, wie soll das lesen? Aber jetzt bin ich auf der Strecke und dann darf ich jetzt nicht an die Box porten. Ja, zahlt $22. Na klar. Je nachdem, wie weit das weg ist. Wir haben gestern 6 Stunden lang am Server gebastelt, haben 2 Sachen drauf getan. Ich habe noch 2 weitere Server gemacht. Und wir haben bei dem Main-Server Sachen getestet. So Kiss My Rank heißt es. Da kriegst du für alles, was du machst, Geld oder verlierst Geld, ne? Und noch ein P-Tracker, der noch genauer trackt, was gemacht wird. Was. Das kann doch nicht lammen. $1,000. Ich labe nie wieder, Mann. Ich fahre hier nie wieder los. Und das ist ja Katastrophe. Siehst du, jetzt habe ich nämlich schon weniger Geld als Techni, weil ich einfach immer die ganze Zeit irgendwas gemacht habe. Ich wusste, was ich hier mache. Naja, erzähl du Techni. Ich fahre gerade, ich verliere Geld. Was wir gestern 6 Stunden gebastelt haben. So, ja, die beiden Plugins da, ne? Kiss My Rank und Pete. Also, S-Tracker ist das Server-Tool und die Client-Seite ist P-Tracker. Und damit können wir halt besser die Zeiten nachschauen, die einzelnen Strecken. Okay, bräuchte ich den Client auch noch, ja? Ich glaube nicht zwingend. Aber da ist halt auch alles andere mit drin, was ja, diese anderen Tools, relative Zeit und welches Fahrzeug der andere fährt und ja, die Server-Message kommt darin angezeigt. Ist halt Quality of Life. Das ist schon ganz cool, da muss man nicht immer diese Internetseite da aufmachen und so. Genau, das kannst du jetzt auch in-game gucken mit diesem P-Tracker. Ja, das wäre cool.
Und es geht auch nochmal extra per Internetseite noch eine Option dazu. Oha. Ja, ich habe gestern ganz kurz mal reingeguckt, da war die gerade irgendwie, der Technik gerade erzählt, das kannst du bestimmt in der CSS-Datei umschreiben. Mit dem Auto. Das Design und das Auto anders heißt. Ja, genau, genau, ach genau. Man, das glaube ich so. Da war ich schon wieder fast durch, oder? Custom CSS-File war wegen dem weißen Hintergrund. Heißt es nicht Custom? Ach so, die CSS. So, ach so, ja, ja. Ja, ja, aber es ist halt. In dem Tool nennt ihr es, ist halt eine Custom. Custom. Ah. Style-Sheet. Ja, alles klar. Und kennt ihr euch damit aus mit sowas? Das müssen wir nicht machen. Okay, aber weil ich habe das Thema nämlich schon durchgenommen. Also brauchen wir nicht. Also habe ich gemacht, das ist ja ein Copy-Paste einfach nur von. Okay. Ich glaube, es gibt, glaube ich, auch noch Color Hashtag Raute 0000. Genau. Aber dann musst du halt auch noch. Dann hast du den Hintergrund und dann siehst du den Text nicht mehr. Natürlich Farbe, der Stift auch halt in so ein einfaches Grau habe ich das bei mir gemacht. Das ist ein bisschen angenehmer. Gibt es aber auch Extensions für Google? Brauchst du gar nicht selber machen. FFF000 oder sowas. Ja, aber das war nur so ein Teil von dem, was wir gestern gemacht haben. Das hat unheimlich lang gedauert, weil extra den Premium-Server mit dem Multi-Server hier drin hat und wir ganz zu Anfang einen Konfigurationspunkt vergessen haben zu setzen und da haben uns, glaube ich, die Hälfte der Zeit hätten uns sparen können, wenn wir das halt auch manchmal gemacht. Ja, der Weg war das Ziel. Irgendwie. Hat gepasst. Ging auch darum, dass Gex nicht Autorennen fährt. Yeah. Ja, ging gestern nicht. Also ich bin dann an so einem Punkt angelangt, dass die Füße nicht mehr können. Und ich die einfach jetzt zwinge. Egal wie. Bis es halt dann irgendwann wirklich nicht mehr geht. Aber der Tag Pause gestern hat, glaube ich, den Füßen gut getan. Das ist aber nicht einmal nur die Füße, sondern der Kreislauf, die scheiß Antibiotika, die schwächen mich immer mehr. Ich werde immer schwächer pro Tag. Ich kann mich nicht regenerieren von einem Tag auf den nächsten. Weil ich hau mir da ja zwei Stück am Tag rein. Und das tötet ja alles. Gutes, schlecht in mir. Wo ich nur Schlechtes in mir habe. Ja, da macht's ja nichts. Ja. Aber Technik, ich sehe meine Zeit nicht, ich sehe nur deine. Was ist denn so ein Scheiß? Oder noch irgendwas konfiguriert? Nee. Vielleicht hast du eine falsche Klasse eingestellt, dass du nur bestimmte Klassen angezeigt wirst. Ich habe nie irgendwas umgestellt, ja. Im P-Tracker oder wo? Ich habe da noch nichts eingestellt, deswegen. Achso, ich dachte in dem anderen Tool. Ich meine im P-Tracker, ja. Ich seh halt nichts. Ich sehe nur deine Zeit. Nicht meine Zeit, nicht Kurzzeit, nicht Genzeit, keine Zeit sehe ich. Nur deine 1.39.72. Wort ist gerade dazu gekommen. Nice. Ich sehe vom Jens keine Zeit, von dir sehe ich eine. Nee, ich bin ja auch keine Zeit gefahren. Ach, Kacke. Ich rede zu viel. Ich kann da nicht fahren. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Technikus, Tactitate. Keine Ahnung, was hier ist. Oh nein, ich konnte nicht mehr bremsen. 1800. Ich hatte gerade Konfiguration. Ich muss das umstellen, Alter. Ich kann halt nichts machen. Keine Chance, dass ich irgendwas mache hier. Das ist eine Katastrophe. Ich werd heute pleite gehen. Kannst du deinen eigenen Server nicht vertrauen? Ja, mei, dann habe ich einen anderen. Ist ja wurscht. Was soll's? Ich verstehe nicht, warum das jetzt so kompliziert ist, dass man die Zeiten sieht. Verstehe nicht. Deine Zeit ist da, sonst keine. Meine nicht, was ist das jetzt für ein Blödsinn? Jetzt ist leider nicht schon wieder so genervt, das nervt mich extrem. Change remaining fuel display to fuel left. Ja. Jeder Kleinigkeit. Change remaining fuel display to laps left. Echt mal. Scheiße. Jens, hast du gehört, ne? Ich hätte mir dieses Infrarot-Ding, den Clip fürs Tracky Air sparen können. Ja.
Habe ich gehört. Mit Knacke und dem Vektor funktioniert das viel besser. Das Ding, was ich kaufen will, hat zum Beispiel das Infrarot gar nicht dabei, sondern nur 3 Reflektoren. Ja, weil ich habe das Problem, wenn ich das an dem Headset habe und ich drehe den Kopf ganz nach rechts, dann verdecke ich mit meiner Fettbacke den Sensor und dann hört er halt auf, dann erkennt er den nicht mehr. Oh. Ja, meinst du, man kann... Und das Kabelgewirr, ne, ist nervig gewesen. Oh ja, das fand ich mit am schlimmsten. Ich will nicht noch so ein Kabel hängen haben, habe ich mir so gedacht. Deswegen brauche ich dir den Verrot nicht. Hatte ich so überlegt, so. Ja. Hattest du mal probiert, Reflektoren ans Headset anzubringen, sodass du keine Kappe brauchst? Nee, habe ich mir nicht überlegt. Man das kann so Punkte kaufen. Naja, also das Ding, was bei meinen dabei ist, das besteht aus, das ist im Prinzip so ein Dreier-Ding, einer links, einer rechts und einer geht so ein bisschen nach oben und, genau, und ist ein bisschen länger. Aber den kann man auch abziehen von den anderen dreien. Also das ist, der ist nur draufgesteckt, der obere. Und da habe ich mir gedacht, da mache ich den oberen vielleicht oben auf den Bügel und die anderen mache ich dann links und rechts auf die Ohrmuschel. Ja, aber dann wirst du vielleicht auch das Problem kriegen, was ich hatte mit dem Clip, dass wenn du den Kopf zur Seite drehst, dass du dann mit deinem Gesicht die Ohrmuschel verdeckst und der den nicht mehr erkennt. Also vielleicht musst du dir so Mickey Mouse Ohren oder so. So, Gags, ich guck jetzt mal. Ist egal. Ist schon okay. Wenn ich halt genervt bin, ich halt genervt, ich probier's eh schon. Ich will dich nicht auch nerven. Ich halt meine Schnauze einfach. Alles gut. Ja, du musst nur nicht direkt so... Ich find's halt nur schade, dass man manchmal einfach zu viel rumklicken muss, dass es halt nicht geht. Nee, manchmal sollte man vielleicht einmal kurz das Readme lesen. Da steht in der Regel alles drin. Ich habe ja die ganzen Sachen hier angeklickt, aber das zeigt's mir nicht an. Hier kannst du ja alles anzeigen lassen. Show Line, Show Live in Delta. Da war eh schon kaputt, 35. Okay. Nee, doch nicht. Show in No View. Ich bin auch bald pleite. Das ist jetzt erstmal, wir testen das ja nur, ne? Das, ja, das war, fand das ich hat schon den Befehl, um Geld zurückzusetzen. Ach, wie macht man das denn? Das wird okay, du klickst das mal auf und zu. Ja, ja, ich mache halt Sachen an, aus, dass... Es ist halt alles angeklickt hier, Show Leaderboard. Show Driver Status, Best Laps, Fastest Lap und nur bei dir ist das. Ist so schlecht, Anna, das jetzt sehe ich wieder. Ja, ja, da ist es auch hier vom Discord jetzt wieder. Best Laps. Ich vergleiche das, lass das mal so offen. Ich vergleiche das mal mit meinem. Weil ich habe schon Spiel umgestellt. Race Mode. Kann auch sein, dass das. Ich sehe halt nur deine Zeit. Meine wäre, glaube ich, eigentlich das easyste, aber... Lap times in Delta habe ich no. Show lap count in race mode habe ich auch no. Liter Delta. Show race Delta. Ich versuche halt irgendwie meine eigene Zeit zu zeigen, aber ich sehe das ja nicht. Hallo. Also ist doch gut, Mann. Hast du denn überhaupt auf dem Server Zeit? Warte mal, ich guck mal bei Remote Stats. Da müsste ja dann. Er lädt. Gags TV. Ja, ich sehe da 1,35, 8,5. Genau, das ist das, was ich auch sehe. Den einzigen, den ich da nicht sehe, Kurt hat auch Zeit, den sehe ich bei mir auch nicht. Weil der ist auch noch von der Box. Und das ist aber von... Ich finde es halt seltsam, dass ich halt die eigene Zeit nicht sehe. Von der anderen, okay, dann kann vielleicht irgendwas nicht verbunden sein, aber die eigene Zeit ist halt komisch, ne? Dass halt die eigene nicht dastehen. Guck mal, achso, Local Stats, ist das der Unterschied? No, fuck. Eine Runde kann aber noch dauern bei mir.
Da kann man nicht. Da ist nur zum Schauen, oder? Da kann man nichts umstellen. Bei Locust Stats. Da habe ich drin stehen irgendwas, glaube ich. Ja, das ist deine Zeit, die du gefahren bist. Und bei Mount Stats zeigt dir was an. Das gleiche, ja. Aber da sind doch die anderen noch dabei, ne? Mhm. Und das hätte ich ja gern auch da, oder? Eine Tabelle, das was hier steht. Ja, die habe ich auch, die Tabelle. Und die sieht auch so aus wie deine, nur dass bei mir hinten zumindest bei dir noch eine Zeit steht. Ja, komisch. Geh nochmal in die Config. Dort den gleichen. Also top left, yes. Dann Celsius, KMH, das ist ja alles gut. Style rounded frame ist ja auch egal. P-Tracker Window Größe halt, FPS mit High FPS und Log Info. Sonst habe ich halt alles auf yes gestellt. Einfach mal, damit ich alles sehen kann und immer noch deaktivieren kann, was ich nicht brauche. Da habe ich halt gerade auch alles außen angemacht, um zu schauen, ob vielleicht irgendwas was überdeckt. Next last, yes. Show Batch Icon hast du auf on, das habe ich auf off, das wird es aber nicht sein. Race Delta. Show Lab Count in Race Mode. Können wir anmachen. Lab Time yes. Ist Delta. MR Rating kannst du aus, genau. Leaderboard Style. Und dann. Number of Leaderboard Benchmark. Ja, das sieht alles gleich aus. Mhm. Ja, ich kann nochmal reconnecten. Vielleicht geht ja da was nicht. Personal Best 1,41 von Jens. Z? Ja, ist aber mit kaputten Auto. Ja, steht halt einfach da. Bei mir. Ja, bei mir auch. Und das, die Zeit steht aber dir nicht da hier. Steht jetzt Jens seine Zeit bei dir? Ja. Ja, 1,41. 99. Also nochmal reconnect. Vielleicht hat das Problem schon gelöst und es war halt nicht so schlimm dann. Rein da. Ich glaube, da müssen auch noch Zeiten laufen neben meiner Zeit, so die Delta-Zeiten sowas, gell? Da läuft es bei dir nicht. Ja, doch. Oben links läuft bei mir die aktuelle Zeit, die ich jetzt hier, seit ich die Box verlassen habe, läuft. Okay, jetzt ist erstmal gar keine Zeit da, wenn ich so joine. Sollte das nicht die Zeiten okay auslesen? Komisch. Der hat bei mir jetzt, ich habe einen neuen Gex TV. Lol. Wo der das TM wieder nicht umsetzen konnte. Und oben, wo du gerade eben deine Zeit gefahren bist, hat er das TM.
Wir haben eine Zeit. Mal gucken, ob das bei dir auftaucht. Jo. Ich hab, als ich gerade gejoint bin, habe ich die Zeit von dir ins 1:42.892 Grad gesehen. Aber den Schaden. Am Schaden muss man unbedingt fallen, dass das günstiger ist. Ja, deswegen fahre ich jetzt mit einem kaputten Auto. Ja, das ändern wir schon. Das ist ja egal, Jens. Nee, aber nicht für die Zeit. Aber nicht für die Zeit. Aber du bezahlst ja direkt nach dem Crash, ne? Du hast ja. Ach so. Ja, du hast es schon bezahlt. Wenn das Auto kaputt ist. Du hast schon bezahlt, ne? Okay. Ja, das ist. Wir haben jetzt sehe ich zwei Zeiten von dir und von mir. Ne, von dir und von Jens sehe ich zwei Zeiten. Auf einmal gespawnt. Wir schauen jetzt mal, das ist der erste Tag, dann testen wir das, dann nehmen wir halt. Ändern wir noch ein paar Sachen. Mit dem Crash einfach ein bisschen günstiger, würde ich sagen. Ich bin ganz leicht gegen die. Vor allem bin ich ganz leicht gegen die Wand geditscht. 1000. Davor bin ich schwerer geditscht, dann war es halt weniger, aber vielleicht kommt doch darauf an, was kaputt geht. Hm? Ja, und ich glaube, die Geschwindigkeit zählt. Also 22. Einfach ein bisschen runtersetzen und wenn man seine eigene Zeit unterbietet, dass man dann ein bisschen mehr kriegt vielleicht. Also die Sache ist, wenn wir jetzt Rennen fahren würden, dann würden wir ja auch wieder Geld verdienen, ne? Wir fahren ja keine Rennen. Und deswegen müssen wir es ja dann an das Qualifying hier anpassen. So, Jens, und ich habe bei dem Tracker die Rollbewegung ausgeschaltet. Das habe ich auch gehört, ja. Was macht das? Ja, wenn du den Kopf schräg hältst, ne? Also kippst. Okay. Dann, also hier bei der Strecke, ne, wenn du da die Steilkurven fährst, da gehe ich halt mit, ne, mit dem Kopf. Und dann war das sehr verwirrend. Ja, da habe ich gesagt, ich gehe auch die ganze Zeit mit. Ich tue immer links, rechts gucken und mit dem Körper sogar mitgehen. Das ist fast normal, ne? Also meinen Kopf neige ich auf jeden Fall auch mit. Ja, und das habe ich ausgeschaltet. Das macht das Ganze selbst viel bei ruhiger. Mhm. Halt. Selbst bei Spielen, wenn irgendwas auf mich zukommt, weiche ich in echtem Kopf aus. Kennt ihr das? Ja. Ganz verrückt. Da seht ihr mal. Aber dadurch, dass mein Auto schon kaputt war und ich ein bisschen geditscht bin, musste ich nichts mehr zahlen. Ja. Geld gespart. Ja, nee, hast du ja nicht. Du zahlst, wenn du rammst. Direkt in der Sekunde. Aber das geht nicht, kaputt, das Auto. Wenn du kaputt ist, dann geht das nicht nochmal. So, wenn du nochmal rammst, oder was? Da wirst du am Ende des Rennens wegen Reparatursteuerhinterziehung vom Server gebannt. Ich glaube auch.